Willkommen zu einem neuen Video. Wir waren am 16.05. beim Achim an der Liebeschrater Mühle. Ich war mit Toni und Eddie unterwegs und wir haben am Lachsteich geangelt. Die Angelplätze konnte man sich dann beim Einlass der Reihe nach aussuchen, wie man halt morgens am Tor stand. Toni und ich haben den Platz vorne links in der Ecke bekommen. Und Eddie stand zwei Plätze neben dem Mönch. Der Angler neben Toni konnte direkt schon zu Beginn aufgrund die erste schöne Lachsforelle ans Band kriegen. Es dauerte auch nicht allzu lange, da bekam Toni auf seiner Grundroute auch den ersten Biss. Die Lachsforellen in dem See haben eine Größe aktuell von ca. 1,2 bis knappe 3 Kilo, teilweise auch 4, und die haben ordentlich Dampf. Petri Toni, schöner Fisch. Erst im Sack, so kann's weitergehen. Die kommen. Na, guter Biss, ja. Komm mal weiter. Ja. Das war ein guter Einschlag. Schöne Fische, oder? Einwandfrei, echt top. Das ist doch auch nach der Bahn auch. Ja. Und die sind in der Strömung drin, die haben ein bisschen Ball. Ah, Strömungsfische, ja. Das merkt man den Fischen noch an, dass das keine Teichzucht ist, sondern dass die in Langstrombecken gezogen werden. Die macht Alarm, mein lieber Gesangsverein. Wenn sie halb so gut schmecken, wie sie kämpfen, ne?
Die jetzt? Halben Meter, Meter, tiefer war ich gar nicht. Aber langsam genug. Die nächsten stehen schon Schlange. Ja. Ja, von der Kampfkraft kommt das schon hin. Also die stehen dem wenigsten nach. Ah. Das üben wir noch in Kescher. Nee, nee, alles gut, Toni. Angel du. Ich hoffe, der Haken sitzt gut, aber sieht einigermaßen gut aus. Dann hat er so. Petri, Dank. Haken saß wunderbar. Zwar knapp, aber gut. So, Abendessen ist gesichert. Habe ich doch morgens glatt meinen Kescherstab zu Hause vergessen. Und somit musste ich dann einen Bankstick nehmen. Ging auch. Super Notlösung. Hat für den Tag gereicht. Und weiter im Text, wa? Wie der Haken aussieht, ob der alles überlebt hat. Ja. Muss mir schon mal gucken, wenn die so springen, dass er sich aufbiegt. Und am nächsten Biss hast du nämlich dann gelitten. Er springt wie im Zirkus, ne? Ja. Oh, da war er. Sind am Jagen, ja. Das war auch ein Biss und hing. Also die hat dann direkt, hast du ja gesehen, zzzzt, hat die Karamba gemacht. Ja, ich wohl da. Ja. Ja, wir sind jetzt voll los hier. Den nächsten Biss bekam dann wieder Toni und diesmal auf der Schlepproute. Ja, die hatten genommen. Die zieht, ne? Ja, lass ihn gehen. Sicher ist sicher, ne? Hängt? Sehr schön, Toni. Eine schöne, aber schön. Hast du es gleich geschafft, wa? Und wieder Toni und diesmal auf der Grundroute. Oh, 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 Toni. Ja, war eine gute Entscheidung, die rüber zu legen, ne? Toni hat die Grundmontage ein bisschen mehr zur Insel geworfen. Und es dauerte keine 2 Minuten, da zog der Fisch los.
Hier waren wir halt lang drin, ne? Schön roten. Hm? Roten Teil. Roten? Das ist ein schöner Drill. Herrlich, ne? Bevor er abgeht, ne? Ich hab Zeit. Habt ihr gesagt, neue Farbe, neues Glück? Mhm. Das war ja das Glück noch nicht. Weißt du, aber. Zumindest du bist schon mal. Ja. Oh, schön. So muss das. Mhm. Ich habe auch natürlich die Brücke mit einem guten Rühl. Ah, tut sie dann, ey. Ja, das ist halt dann schön. Die ist schön, ja. Wer die Anlage kennt, der weiß, dass die Forellen hier schon mal öfter gern an den Rändern stehen. Ich konnte 2-3 Forellen immer wieder am Rand vorbeischwimmen sehen, so einen halben Meter bis Meter entfernt und nicht allzu tief, so 30 bis 40 cm unter der Oberfläche. Die versuchte ich dann gezielt mit dem Spoon anzuwerfen und es sollte auch nicht allzu lange dauern, bis sich die erste von meinen Ködern interessierte. Ja. Ja. Unter dem Busch stand die. Yay, zweite. Hm? Ja. Ja, ja, du mich auch. Ja, ja, ja. Die hat gelacht, habe ich gesehen. Die hat gelacht, ja. Und einen kleinen Effenberg habe ich auch an der Flosse gesehen. Nachdem ich dann auf Spoon und Gummi keine Bisse mehr bekam, habe ich mir die Schlepprute fertig gemacht, um damit dann den Rand weiterhin zu beackern.
Die Forelle hat so heftig gebissen, dass ich mit Mühe und Not noch gerade den Rollenbügel aufbekommen habe. Jetzt habe ich sie aber. Ja. Hat sich lang genug geärgert. Petri lang. Da in der Ecke immer noch Forellen standen, aber die jetzt auf Spoon, Gummi und Teig gar nicht mehr reagiert haben, dachte ich mir, zuvor hast du mit Bienenmaden probiert an dem Poplar. Ich habe auf dem Vorfach noch einen kleinen Piloten, den ich hin und her schieben kann, weil die Forellen manchmal so dicht unter der Oberfläche stehen und so kurz will ich mir das Vorfach dann auch nicht mehr binden müssen. So kann ich den Piloten schieben und passend dann die Höhe einstellen. Ich habe jetzt bei der Montage mit dem Wurm den Piloten höher geschoben, dass ich ungefähr so 60-70 cm Vorfachlänge habe, die der Wurm nutzen kann zum Absinken, und in dem Zeitraum hat die Forelle genug Zeit, den Köder zu entdecken und nachzuschnappen. Hier kann man sehen, dass ich wirklich den Rand mit diesen überhängenden Wasserpflanzen gezielt abfische bzw. Stückchen zupfe, den Köder wieder absinken lasse, wieder ranziehe, wieder absinken lasse. Ich hatte die Polbrille an und konnte dann nachher eine Forelle unter dem schwimmenden Gräsern oder Treibgut entdecken, hab den Köder abgelassen, und was dann die Forelle damit gemacht hat, könnt ihr gleich sehen. Auf Wurm! Auf Wurm? Auf Wurm, Nee, geht. Wurm am Piloten. Echt erstaunlich, wie ein passiver Fisch nach dem Biss explodieren kann. Wahnsinn.
Bitte dank. Kann ich dir sagen. Jetzt habe ich sie beide gekriegt. So, genug Spoon für heute. Packe ich weg. Reicht. Genug Spoon für heute. Ja. Ultra leicht packe ich alles weg. Reicht oh, heute. Das reicht. Oh nee. Es war wieder mal ein schöner Angeltag beim Achim. Diesmal waren wir wieder mal zu dritt. Leider stand der Eddie ein bisschen weiter weg von uns. Das mit dem Film der Kamera nicht ganz so einfach auf die Distanz. Er hat aber zwei schöne Lachsforellen bekommen mit einem Gesamtgewicht von 4,5 Kilo. Das sind schon ordentliche Tiere, muss man sagen. Toni konnte drei schöne Forellen überlisten. Davon zwei größere, auch um die 2 Kilo knapp. Und eine kleinere von 800 bis 900 Gramm. Bei mir waren es zum Ende 4 Stück mit einem Gesamtgewicht von 7 Kilo, was auch ganz ordentlich ist. Die besten Fänge sind hinten wieder vor der Hütte gemacht worden und auf der gegenüberliegenden Seite auch Richtung Schongebiet. Es war, wie gesagt, ein schöner Tag, wieder mal mit mehreren Leuten angeln zu gehen und nicht immer alleine. Die Corona-Zeit wird noch andauern und wir machen das Beste draus. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, macht es gut und tschüss.